Wir sind im Urlaub und 14 Tage in Quarantäne in einem Hotelzimmer. Guten Morgen aus unserem Hotelzimmer. An Tag 8. Wir haben es fast geschafft. Ja. Gestern war für mich ein guter, also relativ guter Tag, für dich nicht so, ne? Nee, für mich war ich mich nicht so gut gefühlt. Und das hängt heute noch so ein bisschen nach. Also, ich denke viel über so die Zukunft nach, sollte man vielleicht nicht machen. Naja, wir sind erwacht und haben direkt einen Regenbogen gesehen vor unserem Fenster. Da kann der Tag doch nur gut starten, oder? Am besten mit einem ausgewogenen Frühstück. Ja, und du willst jetzt erstmal den Geschmackstest machen. Ich will den Geschmackstest machen. Geschmackstest. Ich habe die Cola immer draußen stehen, weil nichts ist schlimmer als warme Cola. Aber abgestanden ist die auch schon. Weiß jetzt nicht, ob Cola das geeignetste ist. Ich schmeck nichts. Nee. Zwiebel, meinte der Basti. Ja, also man könnte in eine Zwiebel reinbeißen und die einfach so essen, wenn man diese Geschmackslosigkeit von Covid-19 hat. Ich glaube, das kannst du immer, wenn du keinen Geschmack hast. Unabhängig davon, ob es Covid ist. Nein, aber es ist ein deutlicher... Also so krass hast du... Das nicht sonst? Nein. Okay. Das ist schon speziell an Covid-19, diese Geschmackslosigkeit. Naja, frühstücken wir erstmal. Hm? Genau. Ich habe mir schon ein Teechen gemacht. Zeit für Quarantäne-Gedanken. Bei mir hat das gestern Abend schon angefangen. Ich war auf YouTube irgendwie abends so um 10 rum. Habe ich gesehen, Donald Trump, die wohl wichtigste Rede meiner Amtszeit oder die ich je gehalten habe. Auf YouTube. 2 Stunden war das her, hatte 400.000 Klicks und war wirklich offiziell von Donald Trump. Das hat er gemacht, weil keine Fernsehsender diese Rede ausstrahlen wollten. Und dann ist er auf YouTube und hat dort praktisch mit diesen ganzen Offiziellen, sah super offiziell aus, mit den Fahnen im Hintergrund, aus dem Weißen Haus, auf YouTube seine Rede hochgeladen. Das ist Wahnsinn, dass das möglich ist. Weil wenn man dann durch die Kommentare gegangen ist, dann hat man gesehen, dass ganz viele gesagt haben, okay, jetzt wird Zeit, dass wir unseren Großeltern YouTube zeigen. Oder dass es eine Schande ist, dass die TV-Sender das nicht ausstrahlen. Aber es war einfach wieder eine Rede, komplett natürlich vom Teleprompter und komplett die gleiche Leier, irgendwelche Wahlzettel, die vier, fünffach irgendwie ausgehändigt wurden, irgendwie Briefwahlstimmen oder irgendwas, was im Fluss getrieben ist. Dann gibt es dann um Millionen von Stimmen, 10 Millionen Stimmen. Also es wird nur in Superlativen gesprochen und es sind so viele Lügen dabei. Und es ist einfach möglich, weil die Menschen, die da kommentiert haben oder die Menschen, die das gucken, die das liken, die dahinter stehen, die glauben jedes Wort. Und wie gefährlich das Ganze ist, Ich glaube, das fassen wir in dem Moment noch überhaupt nicht. Ich habe danach das Interview gesehen von Markus Lanz mit Barack Obama, da ging es um sein Buch. Und Barack Obama meinte, dass das Ding mit den Fakten ist folgendes. Früher war es vielleicht so, man hatte die Daten oder man hatte den Fakt und dann konnte man verschiedener Meinung sein. Zum Beispiel Klimawandel. Also die Temperaturen steigen. Wenn das beide Positionen akzeptieren, dann können die einen sagen, okay, nee, mir ist es zu viel, das macht die Wirtschaft kaputt, wenn wir irgendwie da jetzt alles umbauen auf erneuerbare Energien. Und die andere Position kann sagen, nee, wir machen das, wir versuchen den zu stoppen, den Klimawandel. Das Problem wird nur, wenn gesagt wird, den Klimawandel gibt's überhaupt nicht, dann verliert dieses Gespräch, dann verliert diese Diskussion die komplette Grundlage. Weil die Person, die glaubt, den Klimawandel gibt's nicht, die wird nicht mehr diskutieren, was man dagegen tun könnte. Und es ist wahnsinnig schlimm, was das
für die Demokratie bedeutet. Donald Trump sagt, dass er der Einzige ist, der die Demokratie bewahrt. Also er dreht die Dinge natürlich immer um. Und das ist so gefährlich, weil fast die Hälfte der Amerikaner ab jetzt nicht mehr an die Wahl glauben, ab jetzt nicht mehr an die Demokratie glauben. Vielleicht nicht fast die Hälfte, aber zumindest mal gute 20% bestimmt. Ja, so, und die zweite Sache, das habe ich heute Morgen gelesen, dass man überhaupt nicht auf dem Schirm hat bei der ganzen Covid-19-Debatte, oder manche haben es schon auf dem Schirm natürlich, was zum Beispiel in Afrika passiert, was mit den ärmsten Ländern passiert, deren Wirtschaftsleistung massiv schlechter ist wie die letzten Jahre. Das heißt, was man mühsam aufgebaut hat über Jahre, wird durch diese Pandemie kaputt gemacht, weil Jobs kaputt gehen, weil nichts mehr exportiert werden kann, weil es keinen Tourismus mehr gibt. Und diese Länder werden damit nicht zurechtkommen. Arbeitslosigkeit heißt in so Ländern, dass du nicht abgesichert bist wie bei uns. Und dazu kommt dann noch die Erderwärmung, die auch dafür sorgt, dass manche Landstriche in Afrika natürlich nicht mehr bewohnbar sind und nicht mehr bewirtschaftet werden können. Und ich glaube, das muss man immer in gewisser Weise ein bisschen im Hintergrund behalten, wenn wir davon reden, wann geimpft wird, wann wir irgendwie mit den Zahlen runtergehen. Wir sind ein Stück weit abgesichert, in allen möglichen Formen, aber diese Länder nicht. Und dass sich diese reichen Länder wie wir natürlich ihre Impfdosen sichern, die Hälfte ist wohl schon versprochen, vertraglich, an größtenteils reiche Länder, das ist Wahnsinn. Also das ist ein nationalistischer Gedanke, sich selbst einzudecken, aber andere Völker komplett zu vergessen. Und warum ist man diese Pandemie nicht globaler angegangen? Es ist eine globale Pandemie und da muss so eine vernetzte Welt, so eine globalisierte Welt, wie sie heute ist, muss in der Lage sein, eine globale Pandemie auch global anzugehen und eigene Ansprüche in gewisser Weise zurückzustellen. Indien und Südafrika haben gefordert, dass die Patentrechte auf diesen Impfstoff oder auf die Medikamente, dass das ausgesetzt wird in diesem Fall. Was natürlich den großen Pharmakonzernen nicht gefällt, weil sie damit natürlich auch Geld verdienen wollen. Aber das wäre doch eigentlich der richtige Schritt, dass man sagt, okay, diese Pandemie betrifft uns alle, betrifft den ganzen Planeten und wir versuchen jetzt so schnell wie möglich das zu lösen. Weil wenn es keine Patentrechte gäbe, in dem Fall, könnte überall auf der Welt auch der Impfstoff produziert werden. Und mehr Impfstoff, mehr Leute geimpft, die Pandemie ist schneller vorbei. Und dieses ganze Thema ist so, so vielschichtig. Es geht nicht nur um, sollte man reisen oder nicht, sollte man irgendwie einkaufen gehen, also shoppen gehen oder nicht. Es geht um die ganze Welt und das muss man im Hinterkopf bedenken. Oder das muss man im Hinterkopf haben. Ja, das war's auch schon. Every day I'm falling in love again. Das ist schön. Every day I'm falling in love again. Every day I'm falling in love again. Da zeigt die Quarantäne Wirkung, hä? With you, with you. So. Tag herzlich abgeschafft. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich fand, es ging ganz, ganz schnell rum heute eigentlich. Ja, also dadurch. Es ging ruckzucki. Ja, ich habe. Aber auch weil ich mit meiner Schwester. Ich habe ewig telefoniert. Ja, das war auch gut. Da ein paar Storys gehört, das war witzig. Ja. Das, diese typischen, also wenn man zu oft FaceTimet mit Eltern oder so, dann wird es irgendwann so ein bisschen schleppend, weil es gibt nicht mehr viel zu erzählen. Wir haben sowieso nichts zu erzählen, großartig, also nichts Neues in dem Fall. Aber ja, die Eltern auch nicht. Ich habe mit meiner Omi telefoniert. Ja, auch schön. Sie war froh, mich gesehen zu haben, dass es mir gut geht. Ich habe ein Zeitungsabo ab heute von der Süddeutschen und muss wirklich sagen, das ist was komplett anderes. Das kenne ich so gar nicht, einfach mit so einer gesammelten Art von Artikeln. Irgendwie, es ist super, super cool. Ja, das glaube ich. Und 30 Euro im Monat,
Aber ich glaube, das lohnt sich, weil das ist so wichtig, dass man irgendwie gut recherchierte Sachen liest und nicht nur so Kurzkram als. Es ist nicht gut, glaube ich. Also ich will ein bisschen fundierter sein. Könnte helfen eventuell. Und es ist so interessant, deutschland.de oder so, ich weiß, es ist eine Seite von Deutschland, die kategorisieren große Zeitungen. Da sind dann 5 Zeitungen aufgeführt, die irgendwie so über das Weltgeschehen berichten in Deutschland oder die Medienlandschaft prägen, was Zeitungen angeht. Und da steht dann die politische Ausrichtung dabei. Also die Süddeutsche ist eher so linksliberal, aber was Wirtschaft angeht, so ein bisschen auf einer anderen Schiene. Dann gibt es irgendwie die FAZ, die ist so ein bisschen konservativer und so. Es ist ganz interessant, sich mal zu überlegen, für welche Richtung eine Zeitung steht. Ja. Sonst, wir haben Pizza bestellt. Jetzt. Stimmt gar nicht. Ach so, nee, stimmt. Auch Pizza. Er hätte lieber Pizza, deswegen haben wir noch eine Pizza. Aber hauptsächlich haben wir diesmal ein Restaurant, das macht irgendwie alles. Und haben jetzt mal so asiatisch Reis mit Gemüse. Vegan. Stand auch dabei. Und haben halt noch eine zusätzlich noch eine Pizza bestellt, ohne Käse. Wir hoffen, dass das funktioniert. Ansonsten haben wir uns schon unser Abendprogramm ausgesucht, also unseren Film, den wir gucken. Echt? Was gucken wir denn jetzt? Achso, ja, Fantastische Tierwesen. Fantastische Tierwesen, okay, ja. Standen mir mehrere zur Auswahl. Ja, oder tatsächlich nur ein Fantastische Tierwesen. Gut. Alles klar. Gute Nacht. Ciao, Achso. Das Gesundheitsamt hat sich auch gemeldet. Die haben natürlich geschrieben, dass wir in Quarantäne müssen. Super. Tell me all your secrets, you know I'm gonna keep them. We were young, we had time, we had so much fun. Tell me all your secrets.